Zurück! Was ist das für ein Licht? Willkommen zurück, Leute. Der Himmel ist bewölkt. Wir befinden uns hier am Wienfluss, genauer gesagt in Hitzing. Das lässt nur eins erahnen. Es ist Zeit für Bootstour Part 2. Gestern hat es in Strömen geregnet und heute ist der Wasserstand optimal für eine Bootstour. Unser Ziel, der Donaukanal, ungefähr 10 Kilometer entfernt. Ich würde sagen, wir pumpen gleich das Boot auf und dann nichts wie rein da. Nicht lang fackeln, Abfahrt, Leute. Für alle neuen Zuseher, die uns noch nicht so lang verfolgen, wir haben schon mal eine Bootstour entlang des Wienflusses gemacht, mussten das Ganze dann leider enden, da unser Boot, die gute alte Queen Mary, gekentert ist. Aber wir sind bewaffnet mit einem neuen Boot und zwar der Nautilus 240 und ich sag's euch, das Ding hat's in sich. Oh ja. Boah. Handverarbeitet, Carbonoptik. Haben wir uns nicht lumpen lassen, oder? Komm, Luft rein und dann aber Abfahrt. Boah, schaut euch das Baby an. Boah, das ist echt Holz, Leute. Und mit dem Ding wird gleich der Windfluss bezwungen. Der Wellengang ist heute ziemlich stark. Schaut ihn euch an, den reißenden Strom. Also wer da nicht Bock bekommt, entlang zu tuckern. Wir haben hier die letzten Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Ich denke, wir sind startklar. Ei, ei, Captain, es geht los. Rein in die Wildwasserabfahrt. Ja. Ja, los geht's! Oh, wir sind drinnen! Oh, das geht gut! Alter, wir sind drinnen! Yes! Die Bootsabfahrten aber definitiv vermisst! Alter, das geht ja einwandfrei! Alter! Diese Fahrt ist im Gegensatz zur letzten deutlich länger. Auf dem Weg kommt ein 3 Kilometer langer, stockfinsterer Tunnel. Einige andere Hindernisse wie Brücken, Stromschnellen. Schauen wir mal, ob wir das alles heute heil überstehen. Und wenn wir Glück haben, überrascht uns auch noch der Platzregen. Stromschnelle. Oh, zurücklehnen. Alles noch trocken, Leute, alles noch trocken. Boah, shit! Boah! Wir sind direkt dagegen. Schön mit der Kimme über den Pflasterstein geschlittert. Boah, aber hier riecht es jetzt nach Kacke. Boah, ja. Als würde es direkt aus dem Wurstfach kommen. Jetzt heißt es eigentlich abwarten, zurücklehnen. Quasi gerade die Ruhe vor dem Sturm. Da kommt wirklich Urlaubsfeeling auf. Schaut euch bitte mal die Kulisse hier an. Die Wiener Skyline. Azurblaues Wasser. Oh, das ist wie an der Côte d'Azur. Und weil es so schön ist, geht's gleich rein in eine kleine Erfrischung. Ein alkoholfreies. Wir sind ja Sportler. Zur Kräftigung des Willens. Alter, da wird's wild. Prost. Ah, es kommt Wasser rein. Scheiße. Nicht gerade sein. Ja. Zu früh gefreut, das Boot ist nass. Aber in diesem Sinne, auf eine schöne Abfahrt. So lässt sich's leben. Aha. Prost! Auf einen schönen Sonntag! Jetzt sind wir bei Lengenfeld. Also eine U-Bahn-Station haben wir schon, oder? Drei. Schönbrunn-Meidlinger Hauptstraße und jetzt Lengenfeld. Vor uns liegen die Stromschnelle vom Margaretengürtel, die Meerenge von der Pilgramgasse, Kettenbrückengasse, Eisplatz, Landstraße und dann die weite See, der Donaukanal. Ja, das klingt ja geil. Boah, du stehst! Boah! Ja! Alter! Boah! Boah, das ist schön. Majestätisch. Boah, wir sitzen. Puh. Oh, ein E-Scooter. Ein E-Scooter. Der läuft sogar noch. Boah, ich glaube, wir müssen langsam einen Regentanz machen. Das kann ja nicht wahr sein. Wo bleibt der Platzregen? Komm, Feder. Blitze. Also das ist ja wild. Idyllisch, aber langsam muss hier Action kommen. Wenn da jetzt nicht bald was kommt, dann steche ich das Boot auf, ich sag's euch. Ahoi!
Wieder ein Stein. Wir haben Bock auf einen kleinen Stunt. Ich glaube, ich springe jetzt kurz raus, renne neben dem Boot entlang und versuche wieder reinzuspringen. Rein mit dir! Rein! Alter! Jetzt kommt ja hier langsam Stimmung rein in das Ganze. Da vorne kommt eine riesige Welle. Rücklehnen! Nicht darüber, nicht darüber! Die nächste! Hopp! Licht. Das ist schön, das wieder zu sehen. Pilgramgasse hinter uns gelassen. Jetzt kommt bald der große Tunnel. Ist er das nicht schon? Das ist er schon, oder? Ja. Oder? Ist er das? Doch. Scheiße. Jetzt kommt der große Tunnel. Und zwar ist er circa 3 Kilometer lang. Seht euch das Ding mal an. Ab jetzt totale Finsternis. Sind wir gleich auf die Lichter angewiesen. Boah. Das sieht man gar nicht. Das ist spooky. Ciao, Tageslicht. Willkommen, Dunkelheit. Wir sind immer mehr im Tunnel. Schaut euch das mal an, Leute. Das geht jetzt eine ganze Weile so. Und ich hoffe mal stark, dass hier keine großen Hindernisse am Weg kommen, weil das ist schon sketchy. Vor allem, wenn uns hier die Lichter ausgehen würden. Anbei jetzt kurz eine kleine Geschichtsstunde. Früher wurde dieser Tunnel von Obdachlosen als Schlafplatz genutzt, weil es gibt hier links und rechts einige Gänge, die in die Kanalisation führen. Früher haben dort Obdachlose geschlafen. Die wurden dann sogar von der Stadt Wien vertrieben. Da gab es ein eigenes Kommando, die die da rausgeholt hat. Jetzt sind wir zwei hier drinnen. Hier werden stärkere Lichter echt gut. Hier hinter uns die Wellen. Wir sind im Rückwärtsgang unterwegs. Licht, fast keins mehr da und wir sind nass geworden. Also jetzt macht's langsam Spaß. Dreh das Boot, halt die Plane vorne. Sieh gar nichts mehr gerade. Da strahlt das Licht vom Gully runter. Wir befinden uns hier gerade wirklich unter der Fahrbahn. Linke, rechte Windzeile. Und es geht jetzt wirklich direkt Richtung Karlsplatz zu. Und von dort dann zum Stadtpark. Und schlussendlich in den Donaukanal, wenn alles klappt. Wenn jetzt ein Starkregen kommen würde, dann wäre ich wirklich am Arsch. Ja, das ist das mit den Regen. Das kann innerhalb von wenigen Minuten kann das hier voll sein. Das Safety-Team ist natürlich auch wieder oben unterwegs und verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Oh shit, Licht! Ist der Außengarten gerade, hast du das Gefühl? Ja, Leute, da vorne ist Licht im Tunnel. Und das sah aus wie ein Fahrzeug oder sowas. Und jetzt wieder aus, also jetzt kriege ich ein bisschen Schiss. Es war kurz an und dann wieder aus. Langsam wird's scary. Es ist stockfinster, ich sehe jetzt, man sieht gar nichts außer das Licht da vorne. Was ist das für ein Licht? Oh, da ist jemand. Ich habe Angst. Alter, wer ist da? Alter, was zur Hölle? Es bewegt sich auf uns zu. Da geht jemand. Da geht jemand da vorne. Bro, da geht jemand. Das ist auch ein Untergrundliebhaber, hoffe ich mal. Und kein Serienmörder, der uns hier gleich abfängt oder aus dem Wasser zieht. Hallo! Ahoi! Ahoi! Wir haben uns geschreckt! Ja, ich glaube dich nicht. Wir können vorne kurz vom Donaukanal. Ja, ja. Wie lang ist dieser Tunnel ungefähr? 2 Kilometer. Okay, und du bist von Kanal Wien? Ich bin von Wien-Kanal. Geil. Na dann, schönen Arbeitstag noch. Ciao! Ist das geil, ich sag's euch, Leute. Das glaubt aber auch keiner, dass wir hier noch wen entdecken. Ah, da sind mehr Leute. Da ist gleich ein komplettes Untergrundtreffer. Hier ungefähr befindet sich der Eingang zur dritten Mann-Tour. Das ist so eine Tour durch die Wiener Kanalisation. Sehr interessant. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Wir haben da gerade einen netten Mitarbeiter getroffen. Und da drüben ist schon, glaube ich, eine Touri-Gruppe, die sich das ansieht. Die grüßen wir gleich mal. Timo! So macht das aber auch Bock. Yes! Oh shit. Zurücklehnen. Alter, die Plane ist wieder weg.
Alter. Auch das noch. Hier gibt es Tiere. Das war ein Trompetenkarpfen. Ja, ne, ist wieder fixiert. Und was habe ich da gehört? Und steht jetzt ein ganz spezielles Manöver bevor. Und zwar muss ich abgrundtief pissen. Ich habe schon lange zurückgehalten, aber jetzt geht es nicht anders. Das ist scary. Ich sehe gar nichts. Boah, schaut euch Fredos Arsch an. Das kolossale Ding ist komplett nass. Oh shit! Wow! Ja, da ist ein bisschen was rein. Nicht ins Boot! Das Ding ist jetzt auch getauft. Alter! Boah, ich glaube, ich muss auch gerade Wasser lassen. Ach komm. Da ist die Hälfte in die Hose gegangen und die andere Hälfte aufs Boot. Aber was soll's? Ich sehe gerade gar nichts außer unser Boot. Ah, da vorne wird es aber wieder hell. Da drüben geht's wieder raus. Wir sind tatsächlich schon beim Stadtpark. Wie schnell ging das bitte? Wir sind auch mit 20 Knoten hier unterwegs. Da drüben ist ein Eingang in die Wand. Ich glaube, wir fahren da jetzt kurz mal ran, weil das sieht interessant aus. Ah. Fuck. Ein Boot war einem gar nicht kalt, aber jetzt, wenn man so herumgeht und der Wind auf die nasse Hose kommt, da spürt man dann schon die Kälte. Stinkt hier richtig. Das ist echt das wenigste Wasser, was gerade auf uns ist. Da ist ja der Eingang. Mhm. Alles voller Sand, alles wahrscheinlich vom Unwetter von gestern hier angespült. Boah, die Treppe ist aber geil hier. Ist leicht schwindig von dieser Bootsfahrt. Ja. Man schwankt die ganze Zeit. Oh. Wir sind am Tageslicht. Jetzt glaube ich wieder raus. Schau mal, wo wir hier sind. Das ist da beim Stadtpark, das heißt das Intercontinental Hotel. Hallo! Hallo! Hier drüben bin ich! Entschuldigung! Entschuldigen Sie, wie spät ist es? 11 Uhr? 11 vorbei. Okay, danke Ihnen! Wir machen eine Erkundungstour durch die Wiener Kanalisation. Danke, schönen Tag! 11.20 Uhr, danke, schönen Tag noch. Ciao. Geil. Ich bin komplett verstört, oder? Ja. Na gut, Rückzug. Ah, da sind wir wieder. Wir sind auf dem geraden Weg zum Donaukanal. Hier wird es jetzt auch knifflig, hier kommen einige Hindernisse. Aber ich glaube, das kriegen wir gemeistert. Tageslicht endlich. Ah, wir sind wieder draußen im wundervollen Stadtpark. Das ist ja ein Bild für die Götter. Die gaffen auf unser Luxusboot. Das ist schon fast peinlich, in der Geschwindigkeit da vorbeizutuckern. Dämmung! Da kommt die Grille wieder. Jetzt geben wir mal Gas. Kacke. Genau, genau. Schönen Tag noch. Ciao. Komm, Turbo jetzt. Komm, aber jetzt bei dem Wind. Wir haben noch ein Spezialgadget mit. Und zwar das Windsegel. Ach. Ah, jetzt kommt er. Funktioniert's? Nein, er kommt gegen uns. Ah, einfahren das Ding. Ein Versuch war's wert. Diese Stromschnelle da zwischen den zwei Mauern, das ist eine Abfahrt. Da wird's jetzt aber wild. Boah, da hab ich Bock drauf. Ab hier beginnt die wilde Fahrt. Ah! Boah! Boah! Ah, warte, Alter! Boah! 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 Einer geht noch! Einer geht noch rein! Ah! Einer geht noch rein! Ah! Alter Scholli! Hier kommt man echt im Schneckentempo voran. Man bewegt sich hier keinen Millimeter, keine Ahnung warum. Das Wasser ist hier aber jetzt richtig tief, also ich berühre hier noch immer nicht den Boden. Und trotzdem stehen wir hier. Wir kommen nicht vom Fleck, vielleicht wenn wir an die Mauer gehen. Wir drücken uns hier von der Wand weg, weil wir sonst nicht vorankommen. Das sieht ja echt hilflos aus. Ja, aber es funktioniert. Nicht mehr weit bis zum Donaukanal, ich kann ihn schon sehen da. Jetzt aber Vollgas mit dem Wandantrieb. A few moments later. Ah, im Schneckentempo unter die Brücke durch. Boah, es ist anstrengend.
Wir vegetieren hier beide schon vor uns hin. Kämpfen. Ja, das ist aber eine geile Kletter-Challenge. Wenn du dich droppen lässt ins Boot von da oben. Ja, komm zurück. Über uns fährt da die U-Bahn. Ja, wir können es hören. Aber wir sind hier gerade mühevoll zurückgepaddelt, weil wir eine kleine Challenge gespottet haben. Und zwar kann man hier raufklettern, sich bei der Brücke anhalten und dann schön ins Boot droppen. Schauen wir mal, ob das funktioniert, ohne dass wir beide gleich komplett baden gehen. Oh ja. Boah. Mein Plan ist jetzt, dass ich mich hier hinhänge und ins Boot droppe. Das ist echt ein fetter Drop. Da könnt ihr uns auf jeden Fall leicht reinböllern. Ich bin jetzt hier auf Position unter der Brücke. Der Fredo wird jetzt hier antuckern. Ich werde mich hier an den Träger hängen und dann ins Boot runter droppen. Boah, ich bin nervös. Na gut, rein in das Ding. Ah, Fredo, das Boot bleibt weg. Ah, wir treiben ab. Wohin? Komm zurück. Boah, es hat gerade 10 Minuten gebraucht, mich da wieder auf die Position zu bringen. Ich glaube, der Dummy droppt jetzt einfach. Ich gebe die Paddel nach hinten und dann geht's da runter. Komm, Bro, los. Ready? Ja, ja. Aber rein in das Ding. Oh! War das scary. Direkt im Sitz gelandet. Es kann weitergehen, Leute. Das Wasser steht hier mittlerweile drinnen. Und? Ja, da ist eine Stiege. Da geht es wahrscheinlich rauf. Nur eine Stiege, die rauf geht und überall Vogelscheiße. Wieder zurück. Diese kurze Passage brauchen wir jetzt schon eine halbe Stunde. Wir wollen jetzt endlich in den Donaukanal rein, also komm Fedo, Vollgas, Turbo! Das geht's ja nicht. Da ist sie, die große grüne Brücke. Die Trennung zwischen Wienfluss und Donaukanal. Da drüben ist ja der Donaukanal. Attacke! Oh shit! Da kommt ja der Regen. Boah, schaut sich an die Blasen, die hier aufsteigen. Boah, es ist eine Ekelbrühe. Seht euch das mal an. Hier stinkt es wirklich fürchterlich. Das ist echt widerlich. Normalerweise ist der Wienfluss nicht so dreckig, aber bei Hochwasser wird hier die ganze Scheiße reingeschwemmt. Und dann ist es echt widerlich. Und in das Gewässer haben wir uns vor einem Monat noch reingeballert. Mit einem fetten Rope Swing unter der Brücke durch. Oh, eine Erdbeere. Hunger? Oh, gibt die weg. Da drüben ist er, fast unter der Brücke durch, gleich da. Komm, Endspurt. Da vorne bei den Steinen, dort ist das Ziel, Leute. Oh shit. Ah, fuck. Spann das Ding auf. Boah. Wir sind sicher. Wir sind ja, wir sind. Da ist er! Da ist er, das ist der Donaukanal, Leute! Wir sind da, Leute, ja! Jetzt aber schauen, dass wir da nicht gleich in die Starkströmung reinkommen. Wir müssen auf der Seite bleiben, hier sind noch Boote unterwegs. Wenn da mitgenommen werden, dann ist vorbei. Also wir müssen hier noch in den Donaukanal rein, damit wir die Challenge offiziell geschafft haben und dann nichts wie raus aus diesem Boot. Da ist jetzt schon langsam arschkalt. Boah, jetzt geht's aber schnell hier. Komm, jetzt aber aufpassen. Oh, oh fuck. Du bist rüber. Oh, oh nein, oh nein. Komm, Schuss. Boah. Aber nicht, dass wir uns da in den Hauptstrom gleich drehen. Ich hätte irgendwie Bock schon in den Strom rein, aber ich weiß nicht, ob das deppert ist. Ist das deppert? Halt dich da mal kurz an, wir müssen da. Boah! Ich weiß nicht, ob wir da weiterfahren sollten. Oder senden. Ja, komm. Ah! Wir haben uns umentschieden, auf in den Hauptstrom. Oh oh, oh oh. Warte, da kann ich nicht stoppen. Okay, ja, gut, schau. Oh oh. Ah! Ich glaube, es wird Zeit, an Land zu gehen. Mir ist arschkalt. Wir müssen schauen, dass wir da rüberkommen.
Endlich wieder draußen. Nichts hier weg hier. Es ist echt arschkalt, gerade mit dem Wind. Wir sind am Ende des Videos angekommen, Leute. Das war ja wieder mal eine Bootsfahrt vom Allerfeinsten. Wir haben es tatsächlich von Hitzing bis zum Donaukanal geschafft. Was für eine geile Abfahrt. Muss auf jeden Fall unter die Dusche jetzt mal. An der Stelle, Leute, falls ihr Bock habt auf eine Bootsabfahrt Teil 3, dann schreibt es auf jeden Fall in die Comments. Wir haben uns nämlich gedacht, man könnte von hier wunderschön nach Bratislava tuckern. Falls ihr Bock habt, das zu sehen, schreibt es in die Comments. In dem Sinne, nicht vergessen zu liken, kommentieren, abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video.